Okay. Das Thema für heute sind der Umgang mit Fehlern. Ihr habt das selbst wahrscheinlich hin und wieder erlebt. Funktioniert das nicht, euer Programm? Ihr habt keine Ahnung, woran es liegt, was genau kaputt ist. Und diese Situation kennt jeder Programmierer, jede Programmiererin. Und das Erstellen von fehlerfreier oder möglichst fehlerfreier Software ist allerdings sehr wichtig. Ja, weil Geldströme mit Software gesteuert werden, Atomreaktoren werden mit Software gesteuert. Deswegen müssen wir Software bauen, die möglichst wenig Fehler hat. Und es muss uns möglich sein, Fehler, die Software hat, auch zu erkennen. Und die heutige Vorlesung beschäftigt sich damit, was gibt es eigentlich so für Fehler in Software? Wer erkennt die? Wann werden die erkannt? Was kann man tun, damit Software etwas robuster wird, also nicht bei jedem kleinen Fehler komplett explodiert? Und wie nutze ich dafür Eclipse, damit mir das Programmieren und das Fehlerfinden möglichst leicht gemacht wird? Und wir fangen mal an mit den Fehlerarten. Und ich möchte mal eine fiktive Anwendung mir überlegen. Nehmen wir mal an, wir haben eine Rakete. Die Rakete hat zwei Hauptsteuerdüsen. Nämlich eine rechte Steuerdüse und eine linke. Und unsere Rakete soll zum Mars fliegen. Also hier, das ist das Ziel, der Mars. Die Rakete ist noch auf der Erde und soll demnächst zum Mars fliegen. Noch ein paar kleine Flügelchen. Und die Rakete wird durch ein Steuersystem, was in Software implementiert wird, gesteuert. Und dieses Steuersystem kann herausfinden, wie viele Kilometer die Rakete am Mars vorbeifliegen würde. Ich nenne das mal den Abstand D. Und deswegen kann man eine Funktion schreiben, die könnte ungefähr so lauten: public steuern, die Rückgabe ist void, und wir kriegen hier den Abstand d übergeben. Und im Verhalten können wir dann schreiben, wenn d größer 0, dann heißt das, dass wir rechts etwas mehr Schub geben müssen. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn die Rakete, so wie wir es jetzt gemalt haben hier, rechts vorbeifliegen würde, dann geben wir
bei dem rechten Düsenantrieb etwas mehr Schub, sodass dann die Rakete rechts stärker beschleunigt wird und dann dreht sie auf den Mars zu. Ist das für euch nachvollziehbar? Schon mal Rakete gebaut? Also, wenn D größer 0, dann Schub rechts. Und zwar um einen Wert, ich sag mal D. Das heißt, je größer diese Abweichung D ist, desto mehr wird rechts der Schub angestellt. Und wenn D kleiner 0, also wir messen die Abweichung nach links mal mit negativen Werten, dann Schub links. Und da gebe ich jetzt minus D rein, da die Schub Gebung immer nur mit positiven Werten gemacht wird. Also wenn die Rakete nach rechts versucht abzuweichen vom Mars, dann hauen wir in der rechten Düse mehr Stoff rein und wenn sie nach links abweicht, dann hauen wir in die linke Düse mehr Stoff rein. Das hätte den Effekt, dass wenn die Rakete abweicht, dass sie immer zum Mars dreht. Und wenn sie irgendwann die Abweichung von 0 hat, weil sie exakt auf dem Mars zusteuert, dann gibt es in den Steuerdüsen keinen zusätzlichen Schub. Das heißt, sie wird auch weiterhin exakt auf dem Mars drauf losfliegen. Ja, nehmen wir mal an, wir haben eine solche Steuerfunktion. Es gibt verschiedene Fehlerformen, die jetzt in dieser Anwendung vorkommen können. Und wir fangen mal an mit der Fehlerform, die am leichtesten zu identifizieren ist. Und das ist der syntaktische Fehler. Der syntaktische Fehler den male ich mal mit Rot rein. Ein syntaktischer Fehler ist ein Fehler, der die Sprache, die Syntax verletzt. Ja, wenn ich zum Beispiel Methoden schreibe und dann hier eine schließende Klammer vergesse, wäre das ein syntaktischer Fehler, weil die Sprache Java so definiert ist, dass alle Methoden eine öffnende und eine schließende Klammer haben. Und bei syntaktischen Fehlern wird also uns Eclipse sofort sagen können, hallo, das hast du falsch gemacht. Wir kriegen dann immer eine schöne, unterkringelte, visuelle Anzeige. Und meistens können wir ganz gut erraten, was Eclipse jetzt uns sagen möchte und dann können wir den Fehler beheben. Also die syntaktischen Fehler sind die Fehler, die wir am schnellsten finden können, weil Eclipse selbst uns schon bei der Eingabe dort Hinweise gibt, wo ist denn etwas falsch. Oder wenn ich ein Semikolon vergesse, ne? Oder wenn ich plötzlich falsche mathematische Operatoren verwende, die nicht definiert sind. Das sind alles syntaktische Fehler. Sie verletzen also die Sprache unserer Programmierumgebung und sind super leicht zu finden. Die nächste Stufe von Fehlern, das sind dann die semantischen Fehler.
die semantischen Fehler, die mache ich mal jetzt hier in blau. Die sind relativ schwer zu finden. Es kann zum Beispiel sein, dass ein semantischer Fehler ist, wenn ich hier statt ein Minus D ein Plus D reinschreibe. Ja, dann ist quasi für die Steuerdüse nicht klar, was meint er jetzt genau. Oder wenn ich hier bei der zweiten Wenn-Bedingung statt dem kleiner 0 auch auf größer 0 prüfen würde, das habe ich ja oben auch schon getan, dann würde ich jetzt beide Düsen gleichzeitig befeuern. Das sind also Fehler, die nicht die Sprache verletzen, die aber von der Bedeutung, von dem Algorithmus her falsch sind. Diese Fehler kann Eclipse uns leider nicht identifizieren. Oder es passiert auch ganz schnell, dass man die falsche Variable ausliest oder dass man die falsche Variable addiert. Die Syntax ist komplett richtig, aber trotzdem tut das Programm nicht das, was es soll. Und hierfür würde man aber dann kleine Testprogramme schreiben können, die überprüfen, ob denn semantisch das, was diese Funktion tun soll, auch getan wird. Ein Beispiel für einen semantischen Fehler ist, wenn unser D hier in Kilometern angegeben wird, aber unsere Funktion Schub rechts und Schub links das D als Meilen interpretieren würde. Das wäre auch ein semantischer Fehler. Und das würde Eclipse nicht erkennen können, weil Eclipse eben nur syntaktische Fehler erkennen kann. Und nur indem man kleine Testprogramme schreibt, würde man das erkennen können. Hat jemand ein Gefühl dafür, was ist schlimmer, semantischer oder syntaktischer Fehler? Ja? Naja gut, also der syntaktische Fehler wird ja in der Regel an, also da wird im Grunde gar nicht ausgeführt. Also ein Fehler wäre der semantische Fehler, wenn man sieht, auf einer welcher Stelle man den macht, jetzt kann man ja trotzdem ausgeführt, nur falsch. Also das ist ein guter Wesen auf der Regel, das war nicht. Richtig, also wir können festhalten, semantischer Fehler ist aufwendiger zu finden. Wenn etwas aufwendiger zu finden ist, ist die Chance geringer, dass es entdeckt wird. Und das passierte leider auch der Europäischen Raumfahrtagentur. Die hat nämlich mal eine Rakete gebaut. Die hat ein Steuerprogramm gehabt, was Kilometer bekommen hat, hat intern aber mit Meilen gerechnet. Und das Resultat war, dass eine Rakete abgeschossen wurde von der Erde, die sollte irgendwelche Satelliten in die Umlaufbahn bringen und die ist 30 Sekunden nach dem Start zerstört worden, weil sie ihre Steuerbefehle falsch ausgeführt hat. Also es kann auch sehr, sehr verlustreich sein, wenn die Software Fehler enthält. Ne? Und semantische Fehler haben eben das Problem, dass man diese nicht mehr so leicht erkennen kann. Die nächste Stufe von Fehlern sind die logischen Fehler.
Die mache ich mal in grün. Ein logischer Fehler wäre zum Beispiel, wenn die Anforderung ist, fliege zum Mars und prüfe, ob die Entfernung vom Mars einen bestimmten Wert d beträgt, dann wäre ein logischer Fehler, wenn stattdessen das d als Entfernung von der Venus gemessen wird. Ja, obwohl wir eigentlich die Entfernungsmessung zum Mars brauchen, weil wir zum Mars fliegen wollen, messen wir die Entfernung von der Venus. Es ist klar, dass wir wahrscheinlich nicht so schnell beim Mars ankommen werden. Erde, wie war es? Venus, Erde? Venus, Erde? Mars? Also ich glaube, die Erde, Venus. Venus, Erde, Mars. Also die Venus liegt quasi auf der anderen Seite. Das heißt, wir fliegen in die falsche Richtung sozusagen. Von der Sonnenentfernung jetzt mal gesprochen. Und das ist also ein logischer Fehler. Ein logischer Fehler liegt dann vor, wenn die Anforderungen falsch umgesetzt worden sind. Und die vierte Fehlerart, das ist ein Fehler im Design der Anwendung. Dadurch, dass mir jetzt die Farben ausgehen, mache ich den auch mal rot. Und zwar gewellt. Beziehungsweise in Streifen. Ein Fehler im Design ist ein Fehler, der sich darauf bezieht, dass die Anforderungen falsch sind. Die Rakete soll eigentlich gar nicht zum Mars fliegen, sondern zur Sonne. Man hat falsche Anforderungen aufgestellt. Und damit ist klar, dass die Rakete zwar irgendwann beim Mars ankommt, aber das wollte man gar nicht. Man wollte eigentlich zur Sonne. Das heißt, es hat keinen Nutzen, dass ich dann beim Mars bin, weil eigentlich wollte ich zur Sonne. Und diese vier Fehlertypen, die machen uns Programmiererinnen und Programmierer das Leben eben sehr schwer. Und je weiter wir von dem syntaktischen Fehler wegkommen, desto schwerer und teurer ist es, diese Fehler zu finden und auch zu reparieren. Übersetzen wir das mal auf die Softwareentwicklung. Wenn ich eine Softwareentwicklungsfirma bin und ein Kunde kommt zu mir und sagt, hier, bau mal ein Programm, um die Studenten der dualen Hochschule zu verwalten. Syntaktische Fehler finde ich in diesem Programm schon mit Eclipse. Da muss ich mir nicht so die super Sorgen machen. Bei semantischen Fehlern könnte es eben sein, dass man die Personen verwechselt in dem Programm, dass man Vor- und Nachnamen durcheinander bringt, die falschen Variablen belegt. Logische Fehler könnten sein, dass die Anforderung, die Studierenden der DAW zu verwalten,
eben nicht korrekt umgesetzt worden sind. Zum Beispiel kann es sein, dass in dem System nicht erfasst wird, wann die Studenten welche Note bekommen haben, ne, weil das aber wichtig ist und in den Anforderungen formuliert ist, ist es ein logischer Fehler. Und ein Fehler im Design würde eben auftreten, wenn schon die Anforderung falsch ist, DRBW-Studenten zu verwalten, weil da gibt es vielleicht schon eine Software, es sollte eigentlich die Räume der DRBW verwaltet werden. Und wir können jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, um diese Fehler zu finden. Syntaktischer Fehler, klar, wir gucken, wo sind die rot unterstrichen. Beim semantischen Fehler können wir sogenannte Testmethoden erstellen. Also die Gegenmaßnahmen syntaktischer Fehler ist einfach die erkannten Bereiche von Eclipse prüfen. Erkannte Code Zeilen. In Eclipse abprüfen. Bei semantischen Fehlern können wir Testfunktionen schreiben. Diese Testfunktionen würden prüfen, das werden wir nachher auch machen, ob das, was diese Methoden eigentlich tun, von der Bedeutung her, das, was gewünscht ist, letztendlich zurückgeben. Bei logischen Fehlern müssen wir uns eben anschauen, ob das, was das Programm ausspuckt, zu den Anforderungen passt. Also hier vergleichen wir das Programmergebnis mit den Anforderungen. Und wenn wir da Abweichungen erkennen, dann sehen wir, okay, hier gibt es logische Fehler. Und dann haben wir noch die Fehler im Design. Diese können wir leider nicht finden, wenn wir einfach die Anforderungen vergleichen mit dem, was das Programm erzeugt, weil die Anforderungen schon falsch sind. Das heißt, hier muss der Auftraggeber bzw. der Kunde das Programm testen, ob das tatsächlich das macht, was er oder sie beauftragt hat. Und vielleicht ist ja die Beauftragung falsch gelaufen. Also der Kunde selbst muss Feedback geben zu einem Programm. Und dieses Programm ist meist in einer noch unfertigen Form und deswegen wird das Prototyp genannt. Wir bauen also einen Prototyp, geben das dem Kunden, der uns beauftragt hat, und der Kunde sagt dann, ja, okay, es tut das, was ich mir erwartet habe. Oder er stellt fest, oh Mist, eigentlich brauche ich das ja gar nicht, das war mir vorher nicht klar, ich brauche was anderes. Und dann werden auch die Fehler im Design erkannt werden können. Okay. Als nächstes schauen wir uns mal an, wann wir diese Fehler erkennen können. Also der nächste Punkt, den wir jetzt betrachten,
ist die Erkennungszeit von Fehlern. Und wir unterscheiden hier in zwei Zeiten, einmal während des Programmierens und zur Laufzeit. Wenn ich einen syntaktischen Fehler habe, den mir Eclipse schon rot unterkringelt, während ich ihn programmiere, dann erkenne ich diesen Fehler also schon, bevor ich das Programm kompiliere und dann ausführe. Es gibt allerdings auch Fehler, die erkenne ich erst, wenn das Programm ausgeführt wird. Hat jemand eine Idee, was das für Fehler sein könnten? Fehler, die erst auftreten, wenn das Programm ausgeführt wird, ja? Eine Endlosschleife, ja, die erkenne ich dann daran, dass das Programm nie endet. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Andere Ideen? Zum Beispiel im Knopfpad ist, wenn man den Knopf drückt, die Methode ausgeführt werden soll, ist die Methode aber am Anfang des Programms nicht ausgeführt. Das heißt, sobald man den Knopf drückt und in der Methode ein Fehler ist, ist es ein Fehler im Ganzen. Also wenn wir einen Fehler haben in der GUI-Programmierung, dann kriegen wir das erst mit, wenn jemand da draufklickt. Und dafür muss das Programm ja laufen. Ne? Genau. Was denkst du? Vielleicht, wenn eine Zählervariable über ein Array hinausläuft oder wenn ich ein Objekt aufschreibe, das noch gar nicht instanziert wurde. Genau, ne? Also alles, was zum Beispiel uns diese typischen Array-Index-Out-of-Bounds-Exceptions wirft oder irgendwelche Null-Pointer-Exceptions, das sind immer gute Kandidaten für die sogenannten Runtime-Fehler, die eben erst auftreten, wenn das Programm schon läuft. Ich zeige euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache mal ein neues Package. Ich nenne das mal Fehler. Und da baue ich mal eine Klasse. Runtime Errors. Und wenn ich jetzt hier ein String S deklariere und auch definiere, den dann aber auf Null setze, also auf Null, mir dann aber mal die Länge auf der Konsole ausgeben lasse, ja, ihr seht, also Eclipse hat da gar kein Problem mit. Dieser Fehler ist also kein syntaktischer Fehler. Es ist ein semantischer Fehler, den Eclipse erstmal nicht erkennen kann. Auch ich kann ihn wahrscheinlich jetzt noch nicht erkennen. Vor der Kompilierung und vor der Ausführung. Aber wenn ich das dann mal ausführe, wenn ich hier auf Play drücke, dann gibt es hier eine Null-Pointer-Exception, da ich versuche, die Längenmethode aufzurufen von einem Objekt, was null ist, ne, dann kriege ich eine Null-Pointer-Exception. Und deswegen habe ich eben es etwas schwieriger, Fehler zu erkennen, die erst zur Laufzeit entstehen, weil ich müsste eigentlich, um meine Software zu testen, mal durch alle Funktionen durchlaufen. Ne, damit man auf jeden Fall sicher gehen kann, dass
Fehler, die zur Laufzeit entstehen, dann auch erkannt werden können. Eine Möglichkeit, wie ich die Fehler suche, strukturiert angehen kann, ist das sogenannte Debugging. Also Bug auf Englisch, also auf Deutsch der Käfer. Und Debugging ist dann das Ausmerzen der Käfer. Ist eine Möglichkeit, mit der ich semantische Fehler ausfindig machen kann. Ich mache mal Folgendes, um das mal zu demonstrieren. Ich erstelle mal eine Methode, die soll mir ein Int zurückgeben. Ich nenne die mal aufsummieren und sie kriegt die Zahl ein Int übergeben als Variable a und diese Methode soll einfach mal alle Zahlen, die kleiner gleich a sind, aufsummieren und dann als Summe zurückgeben. Zurzeit ist diese Methode noch mit syntaktischen Fehlern behaftet, weil es gab bis eben keinen Return. Das erkennt Eclipse sofort und meckert dann. Jetzt gibt es einen Return. Jetzt ist Eclipse zufrieden. Wir haben allerdings noch semantische Fehler drin, weil unser Programm noch nichts tut, noch nichts Sinnvolles. Also werde ich mal hier eine Schleife bauen. For int i gleich 0. I kleiner gleich a, i plus plus und dann sage ich Summe ist gleich Summe plus i. Und damit summiere ich jetzt alle Zahlen auf und ich finde am Ende zwar heraus, okay, es kann ja nicht sein, wenn die Summe falsch ist, also zum Beispiel die Zahlen bis 10 summiert, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Wenn da das falsche Ergebnis rauskommt, dann finde ich am Ende raus, okay, es ist falsch. Also mit einem Test, den wir nachher auch mal uns schreiben werden, finden wir raus, es ist falsch. Aber wir wissen nicht, wo genau der Fehler herkommt. Und deswegen gibt es in Eclipse das sogenannte Debugging, was uns behilflich ist, um rauszufinden, wo der Fehler herkommt. Ich möchte mal diese Summiermethode aufrufen. Und zwar sage ich mal, ich habe hier eine Zahl, int Zahl ist gleich 10. Die Aufsummieren-Methode rufe ich hier auf, damit ich sie aufrufen kann von einer statischen Main-Methode, muss die auch statisch sein. Und ich übergebe dort die Zahl und ich kriege das Ergebnis dann von der Methode zurückgegeben und das gebe ich mal auf der Konsole aus. So, und jetzt kann ich das mal ausführen lassen und krieg die Zahl 10 raus. Das liegt hier. Also hier habe ich einen semantischen Fehler gemacht, unbewusst. Perfekt, passt super. Also hier geht irgendwas schief. Ja? Ich kriege die Zahl 10 raus, das kann nicht sein. Okay, und jetzt will ich rausfinden,
wo liegt der Fehler? Ich weiß schon vom Hingucken, hier ist was falsch, aber nehmen wir mal an, ich würde es jetzt noch nicht sehen. Ich muss jetzt irgendwie rauskriegen, wo liegt dieser Fehler. Und dafür nutze ich das Debugging. Was macht das Debugging? Das Debugging hält das Programm an und gibt mir Einblicke in die Variablen zu einer bestimmten Ausführungszeitpunkt. Wie nutze ich das Debugging? Ich setze einen sogenannten Stopp-Punkt. Ich habe hier mit Doppelklick mal auf diese blau hinterlegte Leiste geklickt, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Ich ziehe das mal ein Stück. Hier gibt es diese blau hinterlegte Leiste am Rand, am linken Rand. Wenn man da mal doppelt draufklickt, dann entsteht so ein blauer Punkt. Und dieser blaue Punkt ist ein sogenannter Stopppunkt oder auf Englisch heißt es Breakpoint. Und wenn ich jetzt das Programm in einem sogenannten Debug-Modus ausführe, dann hält die Ausführung an der Stelle an und gibt mir die Möglichkeit, mir die Variablen mal anzuschauen, die ich zurzeit benutze. Und das machen wir jetzt mal. Ihr findet hier oben neben dem Play-Knopf noch einen anderen Knopf mit so einem Käfer und damit startet man den Debug-Modus. Ich klicke da drauf und dann werde ich hier gefragt, ob ich irgendeinen Zugriff zulassen möchte. So, und ich werde noch gefragt, ob ich in eine andere Perspektive wechseln möchte. Diese andere Perspektive ist speziell dafür gedacht, das Debugging zu unterstützen, weil es gibt mir ein paar andere Fenstertypen. Deswegen stimme ich dem mal zu. Und ich sage, ja, wann immer ich das Debugging durchführe, bitte erinnere dich daran, dass ich in diese andere Perspektive wechsle. Also klicke ich Yes. Auf dem Bildschirm habe ich jetzt ein paar andere Fenster. Ich habe hier so ein Fenster, wo ich irgendwelche Aufrufe sehe, so baumartig. Hier unten habe ich wieder meinen Source Code, allerdings jetzt grün hinterlegt, eine Zeile. Hier auf der rechten Seite habe ich Variablen und ich möchte euch zuerst mal zeigen, wie ihr zu eurer alten Ansicht zurückkehren könnt. Es gibt nämlich hier oben jetzt diese zwei Perspektiven, die wir haben. Also wir haben einmal unsere jetzige Debug-Perspektive. Das sind dann Fenster, die für das Debugging gedacht sind. Wenn ich aber wieder auf Java klicke, komme ich wieder zurück auf die Java-Perspektive. Dann habe ich wieder mein altes Fenster. Also wer mal verloren geht, kann einfach auf Java klicken. Und wer die Debug-Perspektive sehen möchte, der kann auf Debug klicken. Und dann hat man alle Inhalte, die interessant sind fürs Debuggen. Okay, schauen wir uns das mal an. Also in dem Fenster, wo ich jetzt den Source Code drin stehen habe, habe ich jetzt eine grüne hinterlegte Leiste. An dieser Stelle ist ja auch mein Breakpunkt gesetzt worden, an dem sollte er das Programm warten bei der Ausführung. Ne? Und genau das tut es jetzt auch. Es wartet jetzt vor der Ausführung der Zeile 21 darauf, dass ich das OK gebe. Und ich kann aber jetzt schon mal gucken, so ähnlich wie wir das beim Schreibtischtest gemacht haben, ihr erinnert euch, erstes Semester,
Was habe ich denn hier für Variablen? Ihr seht hier oben, da ist die Variable Zahl genannt und die ist auf dem Wert 10. Und es ist die Variable args genannt und die hat zurzeit keinerlei Strings enthalten, weil ich nichts übergeben habe. Ne, die kommt hier von der Main-Methode, da ist eine Input-Variable args. Und ich kann also hier sehr schön sehen, welche Variablen haben denn gerade welchen Wert. Und mit dieser Debug-Perspektive friere ich das Programm ein zu einer bestimmten Zeit, die ich eben dadurch bestimme, dass ich sage, okay, ich setze einen Breakpoint durch einen Doppelklick auf diesen blau hinterlegten linken Streifen. Und immer dann, wenn das Programm auf diese Zeile kommt bei der Ausführung, wird es angehalten und ich kann reinschauen. Jetzt möchte ich euch gerne diese Buttons hier oben erklären. Einmal Step Into, dann Step Over und es gibt noch Step Return. Step Over wird benutzt, wenn ich, wie ich das jetzt hier sehe in der Zeile 21, nicht in die Methode Aufsummieren hineinspringen möchte, sondern sage, okay, der soll einfach mal die Methode Aufsummieren ausführen, soll aber nicht dort hineingehen in das Programm wieder anhalten. Dann klicke ich Step Over. Das werde ich jetzt auch mal machen. Also ich klicke Step Over und ihr seht, er springt einfach in die nächste Zeile 22 und auf meinem Workspace habe ich jetzt eine neue Variable Ergebnis, die, den Wert 10 trägt. Und wenn ich jetzt auch wieder Step Over mache, dann habe ich jetzt quasi die Konsolenausgabe übersprungen und jetzt kann ich das Programm weiterführen lassen, das ist dann hier diese Play-Taste. Das bedeutet, okay, gehe jetzt nicht mehr schrittweise vor, sondern führe das Programm jetzt an einem Rutsch weiter aus. Und wenn ich das klicke, dann verschwinden irgendwelche grünen Zeilen, weil das Programm ist an seinem Ausführungsende angekommen und wird dann auch beendet. Das war also jetzt Step Over. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wo das Problem ist. Wir sehen nur, dass in unserer Ergebnisvariable der falsche Wert drin steht. Also führen wir normal das Debuggen aus. Ich starte das Debuggen erneut, indem ich hier auf diesen Käfer draufklicke. Und jetzt bin ich wieder genau da angekommen, wo mein Breakpoint gesetzt ist, nämlich in der Zeile 21. Und jetzt werde ich aber mal das Step Into verwenden, damit ich in die Methode reinkomme, die anscheinend mir diesen Fehler, diesen semantischen Fehler, erzeugt. Also Step Into statt Step Over. Ich springe in die Methode rein und ihr seht, jetzt wurde die Zeile 21 nicht komplett ausgeführt, sondern es wird jetzt mir die Methode Aufsummieren angezeigt und dort sehe ich jetzt meine Variablen, die die Methode Aufsummieren hat. Das sind hier die Variable a mit dem Wert 10 und jetzt führe ich erneut Step Into aus, denn falls noch weitere Methoden jetzt verwendet werden, könnte ich da reinspringen oder ich wähle Step Over, um irgendwelche Methoden zu überspringen. Das wäre jetzt egal, weil wir haben jetzt hier innerhalb dieser Methode Aufsummieren keine weiteren Methoden. Ich klicke einmal auf Step Into. Er springt in die nächste Zeile, hat eine Variable Summe erkannt, die den Wert 0 hat. Ich klicke erneut auf Step Into. Wir haben die Variable i erkannt, die unsere Laufvariable ist und den Wert 0 hat. Und dann geht es weiter. Ich klicke erneut auf Step Into. Wir springen jetzt auf
die Vorschleife wieder zurück und wir sehen die Summe. Hat jetzt hier den Wert 0. Dadurch, dass das i am Anfang auch 0 hatte, ist es logisch, dass wir da bei 0 geblieben sind. Wir haben jetzt noch nicht den Fehler erkannt, wo der Fehler liegt, weil bisher ist noch alles, wie wir uns das auch vorstellen. Ich gehe also die Schleife nochmal durch. Ich kriege jetzt hier mit Gelb hinterlegt, dass sich die Variable i geändert hat. Die Laufvariable i ist jetzt auf 1. Also klicke ich erneut auf Step Into. Ich sehe, die Summe ist auch auf 1 gegangen. Das macht ja Sinn, denn wir wollen ja die Zahlen, die die Variable i enthält, in der Variable Summe aufaddieren lassen. Und die Summe ist vorher 0, i ist 1, deswegen kommt da 1 raus. Also alles ist noch so, wie wir uns das vorstellen. Jetzt gehen wir in den nächsten Durchlauf. I wird jetzt auf 2 gesetzt. Wenn ich jetzt auf die Summe, auf die Variable Summe, die ja 1 ist, die 2 drauf addieren würde, würde 3 rauskommen. Und wir schauen mal, was mit der Summenvariable passiert. Die hat eine 2. Die scheint also hier von dem erwarteten Ergebnis abzuweichen. Und in dem Moment sieht man, dass das Übergeben der Summe und das Aufsummieren, dass das fehlerbehaftet ist. Hier ist mir aus Versehen ein ist gleich reingerutscht. Das müsste heißen, Summe ist gleich Summe plus i und nicht Summe ist gleich Summe ist gleich plus i. Und dass da ein Fehler ist bei der Summen, Berechnung habe ich gerade vermuten können, weil die erwartete Erhöhung der Variable Summe auf 3 nicht vorkam. Und ich konnte also jetzt in die Methode hineinschauen und feststellen, wo genau der Fehler passiert. Sobald ich diesen Fehler repariere und die Datei neu abspeichere, springt der Debugger wieder zurück, er startet das Programm erneut, weil jetzt haben wir ja den Source Code geändert. Und wir können das jetzt auch nochmal probieren. Ich drücke jetzt mal die Taste F5. Die Taste F5 macht ein Step Into. Da muss ich nicht immer den Button drücken. Also i ist 1, Summe ist 1, i ist 2, jetzt ist die Summe 3, i wird wieder erhöht um 1, die Summe ist 3, zurzeit die Variable Summe plus 3 würde dann 6 werden, das klappt auch, i wird wieder erhöht, wir haben jetzt i gleich 4, das addiert auf die Variable Summe, kommen wir bei 10 raus, ja, und so weiter. Und irgendwann haben wir die Vorschleife abgearbeitet, wir kommen zum Return, ich drücke auch hier jetzt wieder Step Into. Und ich bin wieder auf der Main-Methode, die ja die Methode aufsummieren aufruft. Und hier sehe ich jetzt, dass im Ergebnis die Zahl 55 drin steht. Und wenn ich auf Play drücke, Resume für Fahre fort, ohne dass wir weiter die Einzelschritte sehen, dann sehe ich auf der Konsole auch diese 55. Und habe also durch Debugging jetzt mal genauer nachschauen können, wo passiert denn der Fehler in der Ausführung. Wenn ich diese Debugging-Perspektive nicht mehr benötige, dann schalte ich zurück auf die Java-Perspektive und habe wieder mein Eclipse, so wie ich es gewohnt bin. Und diese Breakpoints, die ich hier mit Doppelklick auf diesem blau hinterlegten Bereich erzeugt habe, kann ich mit einem Doppelklick auch wieder entfernen. Ich kann auch mehrere Breakpoints setzen. Also wenn ich
noch weitere Funktionen überprüfen möchte während der Ausführung, dann setze ich dort an den Breakpoint. Und wenn ich dann auf diesen Käfer klicke, sodass ich in den Debug-Modus komme, dann wird jedes Mal Eclipse dort anhalten und mir die Möglichkeit geben, mir die Variablen anzuschauen, wie wir das beim Schreibtischtest auch kennengelernt haben. Der Debug-Modus ist für euch klar geworden, wofür wir den brauchen, wie man in diesen hineinkommt, wie man ihn nutzt und wie man ihn wieder verlässt. Wenn ihr das mitgenommen habt, dann ist zumindest das Ziel erreicht. Wann immer ihr den Debug-Modus nutzt, würdet ihr also die Möglichkeit haben, genauer hinzuschauen, was passiert eigentlich gerade in dem Programm. Wenn man Fehler sehr schnell erkennen kann, dann würde man nicht den Debug-Modus anschalten. Aber es kann bei umfangreicheren Programmen sehr schnell dazu kommen, dass man gar nicht mehr weiß, wo ist denn jetzt eigentlich der Fehler, wo findet er denn genau statt. Und dann musst du eben das Programm Stück für Stück, Anweisung für Anweisung verfolgen, um dann zu erkennen, wo genau der Fehler ist. Und wenn du erkannt hast, wo der Fehler passiert, dann hast du auch eine Idee, wie die Lösung dieses Problems ist. Wenn du aber gar nicht erst weißt, wo der Fehler ist, an welcher Stelle, dann kannst du dir auch nicht die Lösung ausdenken. Okay. Das war das Thema Debugging. Wir haben uns auch angeschaut, wann wir Fehler erkennen können. Wir haben unterschieden zwischen zur Laufzeit, das ist dann die Runtime, und während des Programmierens, das nennt man auch Compile Time. Wir haben uns angeguckt, dass es 4 verschiedene Arten von Fehlern gibt, die teilweise sehr, sehr schwer zu finden sind. Je mehr man nach unten geht, aber wir haben mittlerweile über den Debugging-Modus ein gutes Werkzeug in Eclipse, mit dem wir semantische und logische Fehler erkennen können. Der Debug-Modus von Eclipse würde keine Designfehler erkennen können, weil Designfehler ja schon falsche Anforderungen sind. Und dann habe ich natürlich als Programmiererin, als Programmierer keine Chance, diese zu erkennen. Da muss ich tatsächlich den Auftraggeber, den Kunden bitten, die Software zu prüfen und zu schauen, ob da vielleicht vom Design her, von den Anforderungen schon falsche Vorgaben gemacht worden sind. Okay.